Auf welchem Level steht das digitale Marketing deiner Praxis? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Aber vor allem, was sind geeignete Schritte, um aufs nächste Level zu kommen und dort das volle Potenzial des digitalen Praxismarketings auszuschöpfen? Genau darüber spreche ich in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxismarketing Digital. In den letzten Tagen und Wochen habe ich sehr viele Strategiegespräche geführt mit Praxen aller Art und meistens mit den Praxisinhabern, und im Rahmen dieser Gespräche ist mir nochmal mehr deutlich geworden und aufgefallen, wie unterschiedlich das Level ist, auf dem die Praxen und auch die Praxisinhaber da derzeit stehen. Und deswegen wollte ich in dieser Folge einmal darüber sprechen, welche Einteilungen es da aus meiner Sicht gibt. Vielleicht erkennst du dich auch in der ein oder anderen Sache wieder, und ich möchte natürlich aber auch dann direkt klare Hilfestellung geben und Tipps geben, wie man vielleicht auf das nächste Level gelangen kann. Ja, somit werde ich jetzt hier einfach mal anfangen, so ein bisschen meine Gedanken zu teilen, und ja, fangen wir einfach an. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich jetzt auch einen YouTube-Kanal habe. Den findest du, wenn du auf die Webseite gehst, dann gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, zu dem Kanal auf YouTube zu kommen. Aber natürlich auch, wenn du bei YouTube selber bist und danach Praxismarketing Digital suchst, solltest du sehr schnell meinen Kanal finden. Das erwähne ich deswegen, weil ich mich entschieden habe, auf diesem Kanal auch Tipps und Tricks zu verraten, allerdings in einer etwas anderen Form als hier im Podcast. Hier im Podcast rede ich viel über die Themen. Ich rede vor allem strategisch über Dinge und teile hier meine Gedanken, während ich auf YouTube ganz konkret hingehe, Dinge ganz konkret erkläre und auch dich da immer mehr über meine Schulter schauen lassen werde, was ich eigentlich genau tue oder was du auch selber tun kannst. Das als Information, also gehe jetzt gerne auch zu YouTube und abonniere dir dort den Kanal, denn ich bin mir sicher, dass da auch das ein oder andere dabei ist, was interessant sein kann. Ja, und da möchte ich jetzt hier einmal über diese verschiedenen Level sprechen. Das sind für mich sozusagen die verschiedenen Stati, in denen sich eine Praxis befindet, wenn sie zu mir kommt oder auch generell sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, möchte ich dich einfach mal so ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich habe das ganz grob in drei Level unterteilt, beziehungsweise das dritte Level, das unterste Level. Ich werde das in Form einer Pyramide auch einmal noch darstellen in Kürze. Das unterste Level, das dritte Level, das unterteile ich sozusagen in zwei verschiedene Unterlevel, weil das ist für mich alles im Bereich Basic. Das heißt, hier ist aus meiner Sicht eine Praxis zu finden, die sich, die entweder gerade einsteigt in das Thema Online-Marketing. Also nehmen wir mal an, es gibt eine neue Praxisgründung, und jetzt steht natürlich so eine Praxis vor der Herausforderung: Was kann ich denn tun, um überhaupt in diesem digitalen Marketing mich auch zu bewegen? Und das fängt natürlich auch in der heutigen Zeit sehr oft und immer noch und auch empfehlenswerterweise mit der Webseite an. Das bedeutet, wenn ich von diesem unteren Level spreche, vom dritten Level, dann ist hier die Webseite sozusagen die Basis. Das heißt, das ist so der erste Kontaktpunkt, den die Praxis in der Regel hat im Internet mit den potenziellen Patienten, mit Patienten. Also eine Webseitenerstellung ist hier sozusagen oft die Herausforderung. Man hat vielleicht auch schon länger eine Webseite, ist natürlich der andere Fall. Das fällt für mich auch da rein. Also das sind so die Szenarien: Ich habe noch keine Webseite oder ich habe schon länger
eine Webseite, die vielleicht aber auch gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Als Beispiel gibt es immer noch leider viele Webseiten, die nicht angepasst sind auf das sogenannte mobile Internet. Dem kann man und sollte man entgegenwirken mit sogenannten responsive Webseiten. Das heißt Webseiten, die sich auf die Endgeräte einstellen. Und auch das muss ich hier nochmal erwähnen. Das ist deswegen so wichtig, weil natürlich auch insbesondere Google umgestellt hat und sagt, wir bevorzugen sozusagen Mobile First. Wir legen da sehr viel Wert drauf, dass die mobilen Webseiten gut sind, weil, und das wissen natürlich die Menschen mittlerweile, dass mobile Internet so groß geworden ist und so Einzug in den Alltag genommen hat, dass es dazu führt, dass die Nutzer im Grunde sehr, sehr oft natürlich einfach auch ihre mobilen Endgeräte nutzen, um sich zu informieren, zu recherchieren, Termine zu buchen und so weiter und so fort. Also auf dieser unteren Stufe steht so mit zentral das Thema Webseite. Und hier gibt es natürlich jetzt eben auch ganz große Unterschiede. Also sprich, und das ist sozusagen das Level, was da drüber liegt für mich. Das ist auch noch Level 3, aber das ist so, ich habe schon eine Conversion-optimierte Webseite. Also meine Webseite hat jetzt nicht nur den Sinn und Zweck, irgendwie schön auszusehen, schöne Bilder zu präsentieren und ein Image sozusagen von mir in das Netz zu tragen. Nein, die Webseite ist auch schon einen Schritt weiterentwickelt. Sie hat vor allem im Bereich Conversion-Optimierung schon die Basics gemacht. Dazu zählen natürlich, dass ich Analysedaten über die Webseite sammle. Also ich habe Analytics zum Beispiel implementiert oder andere Tools. Ich habe schon eine Übersicht über das, was auf der Webseite passiert in Form von vielleicht Anrufen. Also ich tracke meine Anrufe schon. Ich habe ein Abbild darüber, wie viele Besucher auf meiner Webseite sind. Ich habe ein Verständnis davon, was die Webseite mir bringt, also wie viele Kontakte sie mir bringt, wie viele Anrufe sie mir bringt, wie viele Anfragen sie mir bringt. Wenn ich denn vielleicht schon ein Online-Terminbuchungssystem nutze, das ist für mich auch so das Level noch da unten in Anführungsstrichen, dann kann ich natürlich auch hier ganz konkret Daten sammeln und Conversion optimiert heißt natürlich nun, dass ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, wie denn meine Webseite dazu beiträgt, dass diese Zahlen sich verbessern. Also zum einen verbessern im Hinblick auf, erfüllen sie das Ziel, also führt die Webseite zu Anrufen, führt die Webseite zu Terminen. Und da gibt es natürlich klare Kriterien, wonach das heute funktioniert. Da gibt es Best Practice Beispiele, auch dazu habe ich schon mal eine Folge, glaube ich, gemacht. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, dem Nutzer an den richtigen Stellen die richtigen Informationen zu zeigen und ihm das Buchen, das Anrufen, die Kontaktaufnahme, die Kontaktanbahnung einfach zu machen, dass er sich natürlich gut durch die Webseite navigieren kann. All das sind Dinge, die man sozusagen auf in der Basisstufe, das ist für mich eigentlich die absolute Basis, wie gesagt, das ist die fortgeschrittene Basisstufe, nenne ich sie mal, da hat man sich solche Sachen schon bewusst gemacht und auch dementsprechend optimiert. In der Regel ist es so, dass die Praxen auf dieser Stufe keine oder ein paar wenige Neupatienten pro Woche über diese Webseite, über diese Maßnahmen bekommen. Mit Maßnahmen meine ich, dass auch also auf dem untersten Level, da werden noch gar keine Maßnahmen gemacht. Man hat die Webseite stehen, man hat und sollte natürlich auch ein Google My Business Profil haben. Man hat vielleicht sogar seine Social Media Kanäle schon eingerichtet, aber da ist eigentlich kaum Aktivität drauf. Das ist so das Level Stufe 3. So, und hier ist natürlich eine Sache auch noch wichtig, also zudem ist die Webseite als solche auch schon Suchmaschinen, also nicht nur Conversion optimiert, sondern auch Suchmaschinen optimiert, also hat sie die Möglichkeit überhaupt bei Google gefunden zu werden, wird sie schon gefunden für einige Begriffe. Das sind so die Themen, die hier wichtig sind. In der Regel werden Webseiten, Praxen, die auf dieser Stufe sind, noch nicht bei Google für ihre Top-Suchbegriffe gefunden. Also das heißt, wenn ich nach Zahnarzt und Ort suche, in dem sich die Praxis befindet, ist die Praxis nicht auf Seite 1, vielleicht auf Seite 2 oder 3 oder noch später. Und für andere Suchbegriffe, für andere Themenbereiche, das gilt das Gleiche, beziehungsweise da sind im Zweifel noch nicht mal entsprechende Unterseiten oder Landingpages gebaut. Also das ist so das Level, würde ich sagen, das Basislevel und auf dem und da befinden sich natürlich
die meisten Praxen auch in der heutigen Zeit noch. Ich beobachte, dass immer mehr jetzt von dem Basislevel 1 in das fortgeschrittene Basislevel schreiten, also sich genau über diese Themen Gedanken machen. Das wären dann auch so die Empfehlungen, die ich da habe, natürlich ganz klar, also eben die Webseite entsprechend zu optimieren, dass man sich auch mit diesem Thema Local SEO sehr stark beschäftigt, also dass ich alles getan habe, also dieses Level ist dann sozusagen erfüllt, wenn ich alles getan habe, um in meiner Region die Sichtbarkeit und die Maßnahmen dafür zu erhöhen. Und dazu zählt auch das Local SEO dazu, dazu zählt das Thema Google My Business dazu. Dazu gibt es jeweils auch Folgen schon, also das sollte man sich mal genau anschauen. Das sind so, ja, so die ersten Schritte, die man machen muss. Und das sind auch so die Schritte, mit denen wir dann so beginnen. Und dann stellt sich sehr, sehr oft fest, dass viele von diesen Praxen, also das Problem ist halt ganz oft, dass hier die Auffindbarkeit eben noch nicht hundertprozentig gewährleistet ist und ja auch kein konstanter Flow an Neupatienten eben in die Praxis kommt, oder dass es vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Patienten die Woche mal sind, die da sich in Anführungsstrichen auf die Webseite verirren. Und ich sehe hier ganz klar, dass ein Problem von der ganzen Geschichte, warum das auch so ist, warum ich vielleicht noch nicht auf Level 2 bin, auch so ist, dass es hier noch keine glasklare Positionierung und auch keine glasklare Online-Marketing-Strategie gibt. Das heißt, es ist natürlich sehr einfach und es geht auch sehr schnell, diese Basics zu erfüllen. Da braucht man, wenn man da bei Null anfängt, vielleicht ein paar Wochen für, um das alles mal ordentlich aufzustellen, um alles mal messbar zu machen, sichtbar zu machen, zu optimieren. Aber wenn man diese Sachen hat, dann schafft man es mit Sicherheit auf das zweite Level. Das heißt, hier ist dann die Sichtbarkeit wächst, also das heißt, die Suchmaschinenergebnisse, die haben sich schon verbessert. Das heißt, ich bin vielleicht schon für einige wichtige Begriffe sogar schon in den vordersten Plätzen bei Google auffindbar. Also nehmen wir nochmal das Beispiel Zahnarzt und Ort. Also hier bin ich im besten Fall schon in den Top 10, in den Top 5 drin mit meinen Keywörtern. Auch für andere Suchbegriffe hat sich das bereits ausgeweitet. Also hier ist eine größere Auffindbarkeit da. Ich habe auf diesem Level schon gewisse Maßnahmen umgesetzt. Also zum Beispiel setze ich vielleicht schon auf einen Kanal, der mir zusätzlich Traffic bringt. Das könnte Google AdWords sein, das könnte ein Facebook Ad sein. Also das heißt, ich bewerbe gewisse Maßnahmen. Ich mache vielleicht Remarketing schon. Also ich bin sozusagen schon dabei, den Traffic, der auf meine Webseite einmal gekommen ist, weiter zu verwerten. Vielleicht mache ich sogar auch schon kontinuierliches SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Das hat vor allem was mit regelmäßigem Content zu tun. Das bedeutet, ich erstelle regelmäßig neue Beiträge für die Webseite. Ich gucke regelmäßig, ob ich in den Google-Suchergebnissen gut gefunden werde. Ich habe da eine gute Routine, wie ja neue Inhalte generiert werden für die Webseite, für die Social-Media-Kanäle. Und ich habe dafür auch schon entsprechende Prozesse intern definiert oder mit meinem externen Partner. Also hier ist richtig ein Flow drin. Das heißt, die Anzahl der Neupatienten wächst, die Anzahl der Auffindbarkeit natürlich vorher auch. Und hier ist auch ganz klar zu sehen, dass hier Bewegung drin ist in den ganzen Maßnahmen. Also die Kurven zeigen sozusagen nach oben, haben angefangen, sich aus der Starre, was man auf Level 1, auf Level 0 oder Level 1, also Entschuldigung, auf Level 3, also auf dem untersten Level im Grunde noch hat. Also da ist auch keine, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, auch keine große Bewegung drin. Also da verändert sich jetzt auch nichts. Das ist, man hat die Webseite online und ja, da tut sich aber nicht viel. Und das ist so der Status, der stagniert. Auf Level 2 habe ich Bewegung drin, die Zahlen wachsen langsam, ich habe immer mehr Neupatienten, meine Fans auf den Social-Media-Kanälen wachsen kontinuierlich, weil ich da eben auch entsprechende Maßnahmen mache, ja, und ich erziele sehr gezielt mit bezahlten Maßnahmen, zum Beispiel Traffic für weitere Patientenströme und ja, sozusagen mein Online-Marketing lebt. Ich bin da im Flow, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, und wenn ich dann noch ein Level weiterschaue, das ist jetzt in meiner Logik dann das Level 1, muss das ja sein. Ich habe ja gesagt, wir haben bei 3 angefangen, 2 und 1. Also das heißt, wir sind jetzt im Level
1 angekommen. Das ist für mich sozusagen jetzt das fortgeschrittene Level. Das sehe ich, wenn ich mir eine Praxis anschaue, die in ihrer Region schon absolut führend ist. Das heißt, es führt überhaupt gar keinen Weg mehr an dieser Praxis vorbei. Die Praxis ist in der Region sehr gut auffindbar, nicht nur für die Kernbegriffe, sondern auch für viele weitere Begriffe. Die, wenn man sich die Sichtbarkeitskurven anschaut in Google, dann sieht man hier, dass diese Praxen ganz klar im oberen Bereich anzusiedeln sind und auch führend dort sind und auch im Grunde der Konkurrenz so langsam dabei sind, etwas wegzulaufen, weil hier einfach eine hohe Aktivität ist. In der Regel wird hier gar nicht mehr nur auf ein oder zwei Kanäle gesetzt. Hier ist definitiv dann schon eine sogenannte Multikanal-Strategie im Einsatz. Also ich betreibe Suchmaschinenoptimierung, ich betreibe bezahlte Werbung, ja, und ich betreibe natürlich auch ich nenne es mal eine hohe Frequenz an Content-Produktion. Das heißt, ja, hier ist richtig Action in der Bude. Hier hat man vielleicht sogar auch entsprechend in der Praxis schon entsprechende Ressourcen geschaffen, Mitarbeiter abgestellt, die sich um das Thema auch intern kümmern. Man hat Agenturen und externe Partner, mit denen man hier regelmäßig im Austausch ist, am besten sogar wöchentlich oder alle 2 oder 3 Wochen, auf jeden Fall oder mindestens monatlich hier mal ganz klare Audits auch macht, sich anschaut, wo stehen wir eigentlich, was können wir verbessern. Man ist schon auf dem Level, dass man auch die Dinge ständig weiterentwickelt, also nicht nur das Bestehende einfach regelmäßig tut. Also ich schaue mir an, was für neue Trends es gibt und teste die auch hier und da mal aus auf diesem Level. Ja, und im Grunde hat der Anteil der Patienten, der größte Anteil der Patienten, oder das hält sich dann die Waage mit, also Neupatienten kommen gleichermaßen übers Internet mittlerweile wie auch über Empfehlungen. Also ich habe hier einen ganz hohen Anteil, ja, an neuen Patienten, und das Ganze eben nicht nur für das Hauptthema, für die Hauptthemen, sondern auch für meine Spezialthemen. Also wenn ich zum Beispiel ein Zahnarzt bin, der auf Implantologie spezialisiert ist, dann kommen hier regelmäßig neue Implantatpatienten und ja, und natürlich alles, was so auf dem Level der Messbarkeit ist, das ist schon sehr ausgereift. Also hier findet ein richtiges Reporting statt, ein Controlling über die ganzen Zahlen. Also das ist für mich sehr fortgeschritten und das ist Level 1. Und dann habe ich noch ein Level 0 definiert. Hier sehe ich natürlich nur in Deutschland eine Handvoll Praxen aktuell. Das Level 0 ist für mich sozusagen das Level, wo ich die absolute digitale Dominanz als Praxis erziele, wo ich ganz klar heraussteche in einer Region sowieso. Das heißt, ich bin gar nicht mehr vergleichbar mit den anderen Praxen, was jetzt digitale Maßnahmen angeht in der Region. Ich hebe mich davon deutlich ab. Ich habe deutlich mehr Sichtbarkeit bei Google. Ich habe diese Multikanal-Strategie ausgereift und das führt dazu, dass Patienten nicht nur aus der eigenen Region kommen, sondern auch aus entfernten Regionen kommen sie, um hier eben spezielle Behandlungen in Anspruch zu nehmen, die sie eigentlich auch an dem Ort, an dem sie leben, bekommen könnten. Aber dadurch, dass die Praxen für ja ihre dass die Positionierung so stark ist und so stark sichtbar ist, führt einfach dazu, dass das auch überschwappt, sage ich mal, ja, in angrenzende Städte, vielleicht sogar in entfernte Bundesländer, dass Leute eben dann oder die Patienten eben vielleicht, weil sie einem bei YouTube folgen, also ganz klar, hier wird auch ganz klar auf YouTube gesetzt, die Social-Media-Kanäle sind sowieso sehr stark belegt, haben hohe Anzahl an Fans, eine hohe Frequenz, hohe Interaktionen. Und ja, und über alle Kanäle kommen im Grunde direkt neue Patienten, weil ich es schaffe, in allen Phasen hier Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und eine ganz besondere Sache dahinter ist auch aus meiner Sicht, dass viele der digitalen Marketingprozesse oder fast das ganze digitale Marketing auch sehr stark automatisiert ist. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, Traffic auf die Seite zu bringen, Anrufe zu generieren. Nein, es geht auch darum, mit den Patienten in Kontakt zu bleiben, digital. Das kann über E-Mail-Marketing sein, das kann über eben sehr starke Kanäle auf YouTube zum Beispiel sein, wo hier
eben schon so viele Abonnenten da sind und hier so viel regelmäßiger Inhalt da ist, dass da einfach richtige Fans schon entstanden sind, wo eine ja, große Interaktion auch dahinter steht und ja, und dass die Praxis und die Ärzte natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad einfach erlangt haben außerhalb ihrer eigenen Region. Und ja, das erkennt man eigentlich daran, auch wenn, also ich erlebe das oft, dass Zahnärzte vor allem auch zu mir kommen und darüber sprechen, dass sie gerne ein ähnliches Konzept, eine ähnliche Reichweite hätten wie vielleicht der Zahnarzt aus einer ganz anderen Stadt. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das in der Regel dann auch eben diese, ich nenne mal Big Player, die diese digitale Dominanz eben schon erreicht haben und vor allem auch ausbauen und sich nicht darauf ausruhen und hier ständig weiter vorne sind, eben die neuesten Trends schon als erste auch probieren zumindest, sei es, dass ja man da auch bei TikTok zum Beispiel einfach schon richtig mitspielt und nicht nur mal ja, ein paar Bilder dort oder Videos dort gepostet hat, sondern eben tatsächlich hier auch schon führend ist. Und da gibt's ganz, ganz wenige nur von natürlich. Und da ist auch jeder so ein bisschen auf seinen Bereich spezialisiert. Die einen sind stärker im Bereich Suchmaschinenoptimierung, die anderen stärker im bezahlten Bereich, die anderen im Social-Media-Bereich. Aber man kann eigentlich sagen, dass ja jede Praxis da für sich, dieser Deepen Level, befindet tatsächlich ein absoluter Vorreiter in ihrer Branche geworden ist für ein bestimmtes Gebiet und im Grunde natürlich hier auch die Bekanntheit entsprechend in den Ärztekreisen auch natürlich da ist, aber vor allem natürlich auch bei den Patienten. Und ja, das führt eben dazu, dass die Patienten hier aus weit entfernten Regionen kommen, zu Spezialbehandlungen vor allem kommen. Und ja, und was aus meiner Sicht dieses Level auch noch ausmacht, ist, dass hier ein riesiger Vorsprung schon erzielt wurde, der tatsächlich nur sehr, sehr schwierig auch wieder aufzuholen ist von anderen in der gleichen Region, weil natürlich hier diese Praxen sehr stark eben diesen First-Mover-Effekt genutzt haben und vorne dabei waren schon vor Jahren, wenn es um diese Themen geht. Andere holen gerade rapide auf, weil die jetzt auch ganz schnell, vielleicht letzten zwei, drei Jahren da, einfach erkannt haben, dass hier ja da was passiert. Aus meiner Sicht so in diesem Level 0 und 1, da ist auch so Themen so wie Videoberatung sind eigentlich dann schon Standard. Das heißt, das ist nicht nur, dass man mal hier und da eine Videoberatung macht. Nein, das ist richtig Teil von der Praxis, vom Praxiskonzept und die Patienten nehmen es an, die kennen das schon. Und also das heißt, dass man natürlich so ein bisschen mit der Zeit einfach auch geht und einfach ja am Puls der Zeit ist und das, was die Patienten im Grunde brauchen und fordern, eben auch vollends abdeckt. Und ja, das sind so für mich so die vier Level. Auf Level 0 sozusagen ist eigentlich zu sagen, ja, dass hier im Grunde das Rad schon so ins Rollen gekommen ist. Und es ist sogar so, dass die entsprechenden Praxen auch intern Know-how aufgebaut haben. Es gibt da schon vielleicht einen Social Media Manager, der intern sitzt, auch angestellt ist, auch wirklich dafür eingestellt ist, dass es vielleicht hier richtig auch Marketing-Mitarbeiter gibt. Also dieses ganze Thema Online-Marketing ist ein richtiger Teil von dem ganzen Praxisalltag und wird jetzt auch, wird gelebt und wird auch darauf gesetzt. Und das sind so die beiden oberen Level 0 und 1, da sehe ich das angeordnet. Ja, und die Level 3 und 2, das sind da, wo man natürlich vor allem mal genau hinschauen muss und vor allem identifizieren muss, was sind die richtigen Maßnahmen, was ist der nächste richtige Schritt, um dann eben da weiter voranzukommen. Man muss natürlich auch immer sagen, es hängt auch viel davon ab, was eigentlich die Ziele sind von den Praxisinhabern, wo die Reise hingehen soll. Ich erlebe gerade mehrere auf mich zugekommen jetzt, die gerade Erweiterungen machen, die ihre Räumlichkeiten erweitern, die mehr Ärzte auch anstellen wollen und entsprechend jetzt ja ihr ganzes Marketing sozusagen hochfahren. Und das befindet sich ganz oft so, dieser Schritt von Level 3 auf 2. Also die Basis ist da oder muss noch ein bisschen nachkorrigiert werden. Jetzt geht es sozusagen richtig rein, also auf Level 2 beginnt für mich so das richtige Online-Marketing. Vorher ist es im Grunde tatsächlich so ein bisschen wie den Keller bauen, einmal einen Hausputz machen, aufräumen. Also das ist das, was ich oft mache. Wir gucken erstmal genau hin,
wo läuft es über schief, wo müssen wir was tun, wo müssen wir vielleicht erstmal ja eben die Hausaufgaben noch mal ein bisschen besser machen, um dann eben ja mit einer starken Basis eben dann aufs nächste Level gehen zu können. Und dieses nächste Level ist für mich deswegen auch immer, deswegen erwähne ich das auch gerne, immer sehr wichtig und spannend, weil ich bin ganz klar der Meinung, dass der Trend, der geht ganz stark dahin, dass die Patienten eben immer mehr daran gewöhnt werden und es gewöhnt sind, auf diese digitalen Tools zu setzen und bei der Recherche nach einem Arzt, auch bei der Recherche nach einem bestehenden, bei dem ganzen Prozess der Terminbuchung bis hinterher zur Patientenbetreuung, all das sind Dinge, die kann man digital abbilden, die sollte man auch so weit es geht und auch der Praxis natürlich entspricht auch digital anbieten, denn ja, das ist das, was gefordert und gelebt wird immer mehr. Und ich bin der Meinung, wer hier auch als Praxis frühzeitig, und wir haben immer noch frühzeitig, also ich kann das aus meiner Sicht tatsächlich, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich sehe halt ganz, ganz viele Praxen, die sich tatsächlich auf Level 3 unten befinden, also die sich damit beschäftigen, überhaupt eine Webseite zu machen, überhaupt mal online zu gehen und dann, dass die Webseite sehr schön sein soll. Das ist so das, was so die Hauptaktivitäten dort sind. Und es wird sich überhaupt nicht damit beschäftigen, mit den Möglichkeiten. Es wird vielleicht jetzt mal ein Instagram-Account aufgemacht und werden da ein paar Wochen lang viele Bilder gepostet und man sieht nur lachende und tanzende Praxismitarbeiter. Das ist alles schön und gut, aber das hat für mich jetzt auch nichts mit dem nachhaltigen und vor allem kontinuierlichen Online-Marketing zu tun. Das ist eben auf einer Strategie basierend im Optimalfall, hat eine Ausrichtung von mehreren Jahren und hier weiß auch jeder in der Praxis, wo die Reise hingeht und entsprechend wird das auch auf allen Ebenen gelebt und eben auch voll ausgeschöpft. Und das ist eigentlich das, wofür ich so stehe und wo ich sage, da möchte ich gerne bei helfen. Ich hoffe, das hat dir vielleicht so ein bisschen auch hier nochmal ein paar Inspirationen gegeben oder zu schauen. Also schau mal genau hin, wo du eigentlich stehst. Ich werde da auch in Zukunft mal eine Art Checkliste erstellen und schreib mir auch gerne, wenn du dazu Fragen hast oder wenn du vielleicht Hilfestellung auch benötigst bei der einen oder anderen Sache, dann melde dich gerne bei mir und ich werde mal schauen, was ich da tun kann oder wo ich da Hilfestellung leisten kann. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht, den Carbonal zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Das kannst du, wie du weißt, auf Apple, Spotify, Google und sogar auf Amazon mittlerweile tun. Also ja, das sind sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten. Ich freue mich selbstverständlich über einen Kommentar und wünsche dir noch eine gute Woche. Und freue mich auf die nächste Folge der nächsten Wochen. Da wird einiges passieren. Ich habe sehr spannende Interviewgäste geplant und ich denke, wir werden einen sehr schönen Jahresabschluss hier finden. Ich kann sagen, nach einem halben Jahr jetzt knapp, in dem ich diesen Podcast hier betreibe, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe auch gestern erst wieder zwei sehr schöne Feedbacks bekommen. Also ich lade dich ein, schick mir dein Feedback, auch gerne Kritik, bin da ganz offen für. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich sehe, das Ganze wächst. Und im Grunde kann man hier auch ganz klar an diesem eigenen Projekt sehen, wie sich Kontinuität auszahlt. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du Lust hast auf das digitale Marketing, dann fang jetzt an, fang richtig an. Sieh zu, dass du in 2021 einen guten Start hinlegst, denn das wird ein ganz spannendes Jahr in der Hinsicht und ja, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, jetzt wird der Kuchen so langsam überall verteilt und ich hoffe, du kriegst genug davon ab. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.